Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich muss mal eben schauen. Ah ja, genau, wir hatten den Heiltrank noch drin und sonst hatten wir noch alles rausgetan in der letzten Folge, genau. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, dass wir gesagt haben, dass wir in die Höhlen gehen. Ach ja, genau, das war mein kleines Problemchen, weil ich muss jetzt hier nochmal die Sachen eben ernten. Und das sollte ich vorher machen, damit die halt eben nicht weg sind. Und ich muss euch jetzt ein kleines Geheimnis verraten. Genau bis hier habe ich eben schon mal gespielt. Und da habe ich Farmer-Lehrling bekommen als Errungenschaft. Ernte 50 Nutzpflanzen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich die Aufnahme gar nicht gestartet hatte. Ja, auf jeden Fall gibt es da eine Errungenschaft noch zu. Das wollte ich euch jetzt nicht unterschlagen. Ach ja, ich sollte doch irgendetwas zu essen machen, ne? Mit den Zwiebeln. Das war doch irgendeine Aufgabe. Moment, Moment, Moment. Ah. Die Höhlen rufen. Oder war das ein Geschenk? Nee. Hä? Ach nein! Ach ja, ich bin heute wieder auf Verwirrstufe 1. Ich merke das schon. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich sitze hier gerade mit Kühlakkus auf dem Kopf. Und mit Migräne, also da bin ich sowieso generell noch verwirrter als sonst. Ja, machen wir da jetzt neue rein? Moment, das war Karottenpflanze. Genau, die konnte ich nämlich nicht machen, weil die Plätze schon belegt waren. Und das ist Fenchel. Die Karotten hatten doch, glaube ich, so keine. Wächst auf Lehm. Ich meine, den Rest hatte ich auch geguckt. Ich meine, das ging soweit in Ordnung. Würde ich nämlich sagen, dass wir dann hier oben. Ah, da müssen wir auch ein bisschen Dünger reinmachen, so wie es aussieht. Eins haben wir noch. Okay. Haben wir den Dünger hier drin? Ist das, der ist das, oder? Dünger Standard. Oh, und das Wasser wollte ich haben, genau. Okay. Habe ich jetzt gerade Dünger dran gemacht oder nicht? Hört sich zumindest so an. Ah ja, es geht auch runter. Okay. Ich würde sagen, ja, da machen wir auch mal direkt was ran. Da habe ich zwar jetzt gerade nichts drauf. Das kann ich, glaube ich, alles noch so lassen. Das kann ich dann morgen machen. Ja, würde ich sagen. Gehen wir hier nur noch mal schnell die Eimer auffüllen. Und dann geht es auch direkt schon wieder los. Dann geht es nämlich ab in die Höhlen. Ja, vielleicht klinge ich jetzt ein bisschen enthusiastischer, ich weiß es nicht. Wobei ich es ehrlich gesagt nicht bin, weil ich habe ein bisschen Schiss vor den Zombies, die da rumlaufen, wenn ich ehrlich bin. Weil die Fledermäuse waren schon ein bisschen tricky. Also tricky im Sinne von, achso, das hatte ich ja aufgebraucht. Tricky im Sinne von, kann hier gar kein. Achso, doch, mit Rechtsklick. Ich war ja noch gerade am Überlegen, wo ich jetzt eigentlich rum musste. Moment, hier. Relativ nach oben und dann so ein Stückchen nach links. Okay. Ein bisschen tricky im Sinne von, dass die schon ja, was gebraucht haben, bis die durch waren. Also bis die tot waren. Und wenn mehrere auf einmal kamen, dann war es halt nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie das bei den Zombies ist. Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei den Zombies vielleicht auch eine andere Art von Kampf ist. Ich sollte vielleicht schon mal hier den Säbel reinmachen. Das ist. Ach nee, das sah jetzt wie Überreste aus. Dass es wie eine andere Art von Kampf ist irgendwo, weil die Zombies ja Nahkämpfer quasi sind. Und die Fledermäuse, das ist mir schon aufgefallen. Ja, jetzt läufst du hier rum, jetzt, wo ich das Ding nicht dabei habe. Die Fledermäuse sind ja Fernkämpfer, so wie ich das mitbekommen habe. Also die haben mich zumindest immer direkt irgendwie so komisch angespuckt oder was. Keine Ahnung. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das mit den Zombies werden wird. So, ihr Süßen, ich gehe jetzt mal hier rein und dann dahin, wo ich nicht hin will. Okay, ich stehe hier gerade im anderen Bildschirm. Kein Problem.
Ich habe auch gar keine Befürchtung, dass hier irgendwas passieren könnte. Nein, nein, nein. Da konnten wir, glaube ich, so... Oh, warum ist hier eine Fledermaus? Ich hatte ja inständig gehofft, dass die nicht mehr da sein werden. Wenn ich die einmal schon besiegt habe, aber offenbar kommen die immer neu. Oder die ist irgendwie hier übrig geblieben. Ach, nein, das ist jetzt ein Scherz hier, oder? Ich muss jetzt hier die Dinge abbauen, damit ich da durchkomme. Oh, hier auch? Das will ich aber gar nicht. Okay, hier komme ich durch. Sag mir bitte, dass nur ein Zombie da ist. Warum sehen die Zombies so klein eigentlich aus? Warum läuft der weg? Hallo? Alter! Okay, ich glaube, der hatte Angst vor mir, weil ich größer war. Okay, oh, hier sieht es irgendwie nicht so nett aus. Die Fledermaus geht mir auf die Nerven. Komm her. Oh, weil beides möchte ich jetzt nicht unbedingt haben. Zombies laufen vor mir weg. Das ist cool. Vielleicht habe ich ja so einen Unsichtbarkeitsmodus oder so. Oh, Monsterbezwinger. Töte 10... Alter. Töte 10 Monster in Höhlen. Das hatte ich doch schon, oder nicht? Ach so, die war noch nicht tot. Sag das doch. Komm her, du Mistvieh. Also eigentlich nicht. Ich mag Fledermäuse. Ich finde die irgendwie sogar ganz süß. Komm her. Nein, wieso hat das nicht gemacht? Hallo? Was war das für ein Geräusch? Oh mein Gott. Alter! Was war das? Verwesenes Fleisch. Zutat für Rezepte. Das muss einer von dem magischen Schrein sein. Kann ich ihn kaputt machen oder benutzen? Der Schrein ist inaktiv. Habe ich mich jetzt erschrocken? Wieso bin ich da jetzt durchgekommen? Das war doch so eine Barrikade, oder nicht? Verschlossen, aber vielleicht könnte ich den kaputt machen? Nicht. Das anscheinend auch nicht. Okay, also ich schätze, das kann man wirklich nur mit Schlüssel machen. Tja, der Schrein ist inaktiv. Wie mache ich den denn aktiv? Oder kann ich jetzt mit Kilian, ich will immer Kilian sagen, mit Kian reden? Na gut, vielleicht sollen wir auch noch mehr erkunden. Ich bin gerade so ein bisschen paranoid hier. Weil ich immer Panik habe, dass um jede Ecke eine Fledermaus kommen kann. Ich mag die Viecher nicht. Also ich mag die schon. Was der Schalter dort an der Wand betätigt. Schalte einen Teleporter frei. Yeah! 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 Wir haben ein Rätsel gelöst. Sehr schön. Ich bin am Verhungern. Du kannst mich mal. Ich habe irgendwo Essen. Warte. Warte. Ach so. Nee. Ach, das war das andere Spiel. Ich drücke hier schon die falschen Tasten. Blaue Monsterhaut. Das ist das Problem, wenn man mehrere Spiele hintereinander aufnimmt. Man drückt dann die Tasten von dem Spiel davor. So. Das wollte ich erstmal hochmachen, warum auch immer. Und dann wollte ich auf 9 drücken. Schnapp dir einen Schokoriegel. Nee, ein Schokoriegel war es nicht, das war was anderes, aber schnapp dir einfach den Riegel. So, der Teleporter ist jetzt aktiv. Also dieses Ding hier unten. Nehme ich mal an. Hoffe ich mal. Hallo? Der Schrein ist inaktiv. Ach, du kannst mich mal. Oder ist das jetzt... Muss ich das auf Zeit machen, dass ich direkt dahin laufe? Nee, oder? Oder muss ich noch einen Hebel vielleicht finden? Das kann natürlich auch sein. Der Hebel hat irgendwas aktiviert. Aber da stand, schalte einen Teleporter frei, deswegen. Also spontan würde ich mal behaupten, ich weiß nicht, wie es vorher war, dass wahrscheinlich jetzt das hier hell ist und das dunkel, weil ich nur einen zweiten finden muss.
Nur so als Idee. Aber die Frage ist, erstens, stimmt das? Und zweitens, wo, wenn das stimmt? Da geht's nicht runter. Da waren wir doch noch gar nicht, oder? Habe ich die nicht letztes Mal damit gemacht? Hä, die konnte man doch abbauen, oder nicht? Oder war das... Das hört sich auf jeden Fall nicht gesund an. Ich meine, die habe ich letztes Mal so abgebaut. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich... Oh, da ist eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Aber ich meine schon. Also nicht, dass ich die gesehen habe, sondern dass ich die abgebaut habe. Ja, natürlich brauchen wir dafür auch wieder den Schlüssel. Das war mir zwar irgendwie schon im Vorfeld klar. Aber ich hatte gehofft, dass mein Erbarmen mit mir hat. Äfft euch. Alter, da war ich doch schon drin, oder nicht? Die kommen wirklich immer wieder, oder? Ich will einen Fernzauber oder sowas haben. Oder von mir aus auch Pfeil und Bogen. Ah, mein Leben. Moment, mein Leben. Ich sollte das vielleicht mal hier unten hinstellen. Der sieht geil aus. Der hüpft dann rum. Oh, da ist ein Zombie. Zombie, komm her. Du kommst hier nicht vorbei. Es sei denn, du haust mich zu Brei. So, danke schön. Aua! Ich wollte gerade noch sagen, ich wollte eigentlich den Lichtzauber verwenden. Das hatte ich vergessen. War das ein... Ach, das ist ein Schalter, oder? Jetzt hat er die Klappe auf, aber... Was ist denn das hier? Tut sich nichts. Ah, aber hier ist was drin. Das nehmen wir mal mit. Münzen, Münzen, Münzen. Sehr schön. Ich habe jetzt hier einen Hebel betätigt. Die Frage ist, ist das jetzt der Hebel, der uns fehlte? Wo kommst du denn jetzt her? Also ich gebe zu, die Hitbox finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich check das irgendwie nicht. Die Fledermaus, die geht noch relativ gut kaputt. Aber wenn ich dem jetzt so hinterher renne und der läuft vor mir und ich hau, habe ich so das Gefühl, ich mache gar keinen Schaden teilweise. War das jetzt hier oder war das jetzt? Doch, das war hier, ne? Schauen wir mal. Ich hoffe jetzt nicht, dass da jetzt wieder irgendwas getriggert wird hier. So. Ah! Es werde Licht. Und wir machen einen Screenshot. Anfänger der Magie, aktiviere einen magischen Schrein. Du berührst den Schrein, ein heller Blitz. Dann kommt die Dunkelheit. Zahllose Sterne ziehen über dir dahin, während die Tage vorbeiziehen. Reißt deinen Geist in andere Welten. Neues Wissen ist in dir erwacht. Doch zu und den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Deine Magie, Magie wurde erhöht. Wo kommst du her? Ich bin hier doch gerade noch was am gucken. Eine Frühlingsflut hat begonnen. Die meinen da hoffentlich nicht diese Dämonen mit. Oh. Da freut sich, mich zu sehen. Ist das nicht schön? Obwohl das Blau irritiert mich immer noch so ein bisschen. Hallo Gameplayerin, da bin ich aber froh, dich zu sehen. Ja, da ich nicht tot bin, ne? Hallo Kian, warum? Du warst so lange dort unten. Ah ja, ein Blitz hat mich ja getroffen, ne? Du hattest wohl recht mit dem, was du über Zeit und Raum gesagt hast. Ach, klar. Jetzt verstehe ich ja, warum dass sich das geändert hat. Ich verstehe, du hast den Schrein gefunden und aktiviert. Ja, und ich fühlte mich wie in Trance, während die Zeit an mir vorbeiraste.
Du musst mir unbedingt noch mehr erzählen. Schau, da kommt Wilfried. Jetzt hat er aber alle hier. Die sollen ihm alle unterstützen, mich zu finden, ne? Hey, Gameplayerin. Hallo Wilfried, schön dich zu sehen. Hallo Kian, da hatten wir wohl die gleiche Idee. In der Tat und auch noch zur richtigen Zeit. Ja, Magie. Es ist schön, dass du wieder unter uns weilst, Gameplayerin. Ich war aber nicht tot. Wir dachten schon, dass du wie Hugo verschwunden bist. Alles in Ordnung, aber ich bin sehr erschöpft und ist da unten nicht einfach. Ja, ich weiß. Komm, Wilfried, wir lassen sie erstmal wieder ankommen. Die kippt gleich um. Komm, wir gehen erstmal weg. Klar, aber komm uns bitte besuchen, bevor du nach Waldheim gehst. Yes! Ja! Der Weg ist wieder frei. Wäre schlimm, wenn nicht. Du warst wochenlang dort unten. Wochen? Dann muss ich wirklich Schlaf nachholen. Gute Nacht, ihr beiden. Ja, schau bei uns vorbei. Ich habe auch noch ein Versprechen einzulösen. Hey Gameplayerin, das habe ich dir mitgebracht. Du hast bestimmt Hunger. Danke, Wilfried. Ich komme später zu euch. Bis bald. Der hat so ein bisschen was von Peter Pan. Das ist mir so das erste Mal aufgefallen gerade. Kapitel 2. Auf nach Waldheim. Und ich hätte einen viel schöneren Cut machen müssen, aber ich hatte leider nicht die Möglichkeit dazu. Jetzt ist hier alles dunkel. Wieso ist jetzt hier alles dunkel? Und wo bin ich überhaupt? Moment, hier ist ein Steinkreis. Holla die Waldfee. Da bin ich. Ach, Moment, komme ich damit nach. Nee, damit komme ich aber nicht nach Waldheim, ne? Das Ding ist nicht aktiv oder so, nehme ich mal. Oh, doch, Moment. Ich kann das wohl benutzen, aber ich möchte es jetzt ehrlich gesagt gerade nicht benutzen, weil die ja gesagt haben, ich soll vorher nochmal vorbeikommen. Ja, ist ja toll. Ach so, halt, stopp. Ich habe mir ja extra den Stein mitgenommen. Den will ich mal ausprobieren. Geile Idee. Geil gemacht. Wo ist mein ganzer Hof hin? Ach du Scheiße. Ich hatte. Nein, ihr wollt mich doch verarschen. Also, jetzt bin ich ein bisschen sauer auf den Entwickler, ne? Mein komplettes Feld ist weg. Wo sind meine ganzen. Vielleicht haben die dir. Ah ja, das könnte vielleicht sein, dass die so nett waren und sich um mein Feld gekümmert haben. Ich glaube es jetzt nicht, aber wäre eine schöne Überraschung zumindest. Was waren das hier überhaupt? Monsterknochen. Ja, ich würde eigentlich sagen, für die Dinger würde ich ein eigenes machen. Moment, das tue ich noch mit hier rein. Dann das Holz, das können wir noch stapeln. Die haben wir ja auch noch hier. Er hat mir was gegeben? Bauernsalat. Okay, ja, gut. Müssen wir aber eigentlich nicht. Moment, Bauernsalat hat 3500? Alter Schwede. 100, 200? Nee, wo ist es hier? Boah, das ist ja sowas von besser. Das kann ich hier mit dem Lambrasbrot? Lambas, glaube ich, ohne R, ne? Kann ich das ja eigentlich schon fast gleichsetzen. Blaue Monsterhaut. Ah, nee, die wollte ich in ein eigenes reintun, habe ich gesagt. Das kann ich noch reintun. Und das war Monsterknochen. Das kommt auch mit dahin. Und du warst verwesendes Fleisch. Das kommt auch da rein. Das zum Heilen. Genau, das. Ach nee, das wollte ich ja auf dem anderen machen. Genau, das wollte ich nicht hier reinmachen. Okay, gleich falle. Ich wollte gerade sagen, gleich falle ich hier wieder um. Alles gut, kennen wir schon. Aber ich muss trotzdem mal eben die Sachen wegsortieren. Essen.
Da oben ist das fertige Essen. Wieso habe ich den Dünger hier eigentlich beim fertigen Essen gemacht? Vielleicht sollte ich den mal da unten hin machen. So, dann wollte ich eigentlich, wenn ich noch genug haben sollte. Nee, nützliches dürfte das sein, ne? Eine Holztruhe machen, genau. Ist das Eisen? Nee, das ist Kupfererz. Ich wollte gerade sagen. Okay, weil Eisen kriegst du halt so schwer, aber das sah auch anders aus, das stimmt schon. So, dann stelle ich. Ach so, ich hatte hier draußen noch eine. Tete, tete. Ich habe wieder alles vergessen, was ich gemacht habe. Super. Schmeißen wir die dahin. Was hatte ich denn da noch drin? Da hatte ich gar nichts drin. Ja, ist doch wunderbar. Warum auch nicht? Ich meine, ne? Ich glaube, die hatte ich extra schon mal dafür gemacht, aber ist in Ordnung. Nehmen wir mal Rot für das Böse sozusagen. So, das haben wir soweit alles geleert. Ja, und das ist auch alles soweit. Ich würde aber gerne die Folge noch nicht beenden, sondern einfach nur mal ein bisschen schlafen. Ja, ein bisschen ist gut. Ich muss leider mal eben 2 Tage verschlafen. Bis 10 kann ich auch nicht. Ich könnte bis 5 Uhr abends. Das müsste doch. Nee, natürlich nicht. Bis 5 Uhr abends, meinte ich. Ich dachte, wir haben schon 5 Uhr durch. Und dann noch mal bis 6 Uhr. Ja, nee, Moment. Ach so, ja, jetzt schläft er nur. Ja, okay. So, dann bis 6 Uhr morgens. So. Ja, dass du jetzt ausgeschlafen bist, das war mir schon klar. Ey, ich muss hier alles neu. Was ist mit meinen Hühnern? Meine armen Hühner. Seid ihr noch am Schlafen? Aber euch geht's noch gut, oder? Ach nee, die brauchen ja auch kein Fressen. Oder wie war das? Die brauchen nur das Wasser da unten. Okay, Moment. Wieso habe ich hier links jetzt eine Zwiebel gehabt? Aber mein ganzes Feld ist hier eigentlich für einen Eimer. Aber eine Zwiebel habe ich noch geerntet. Wann habe ich die denn geerntet? Gut, keine Ahnung. Tun wir mal hier rein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt noch mal eben. Wieso habe ich das jetzt immer noch drin? Keine Ahnung. Nebenquest, Hinweise, Geschenke. Aber der hatte doch gesagt, oder beide hatten doch, glaube ich, gesagt, eben bevor ich darüber gehe. Und ich nehme an, das ist links mit dem Portal. Obwohl ich eigentlich immer gedacht habe, das wäre rechts gewesen, aber. Ja, doch, rechts ist doch. Aber was ist denn das Portal? Ich bin jetzt bin ich wirklich komplett verwirrt. Ich meine, der Weg rechts, der versperrt war mit Geröll und so, das war doch der Weg nach Waldheim, oder nicht? Jetzt, also ihr könnt jetzt bei mir eine Stecknadel gerade im Kopf fallen hören, weil bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, was jetzt genau was ist. Vielleicht sagt ihr mir das ja auch. Wo war er denn jetzt genau? Hier? Hier, ne? Da. Hallo, Kian. Hi. Hallo, schau, ich habe hier etwas für dich. Ich habe den Schrein aktiviert. Wie kann es sein? Nee, ja, du hattest erwähnt, dass du mir etwas versprochen hast. Ja, ich hatte dir versprochen, dir beizubringen, wie man erkennt, wenn der Boden gedüngt werden muss. Ah, das zu lernen wäre wirklich toll. Du hast gelernt, den Nährstoffgehalt im Boden zu erkennen. Ja, das ging auf jeden Fall schnell. Echt jetzt? Ich dachte, da kommt jetzt noch eine Zwischensequenz. Wirklich interessant. Das muss ich sofort ausprobieren. Ja. Ach so, oh, Moment, da stand. Ah, jetzt habe ich ihn überschlagen. Allerdings wirst du nur wissen, wie viel Nährstoffe der Boden relativ zu seinem Entwicklungsstadium hat. Ein Lehmboden mit wenig Nährstoffen hat vermutlich immer noch mehr davon als ein blanker Fels. Das solltest du im Hinterkopf behalten. Wenn du genug Geduld aufbringst, wirst du sicher jeden Boden weiterentwickeln können. Es soll auch Zauber geben, mit denen du den Boden verbessern kannst. Kennst du einen solchen Zauber? Nein. Aber ich vermute, in Waldheim kannst du mehr darüber erfahren. Außerdem gibt es, wie du weißt, auch noch andere Möglichkeiten, den Boden zu verbessern. Ich rate dir, in Waldheim mit Alfred und Magda zu reden. Moment, Moment. Magda und Alfred. So.
Wieso muss ich da immer an eine kleine Ente mit einer Brille denken? Magda, Sie sind die örtlichen Bauern dort und kennen sich sehr gut mit Tierhaltung aus. Wie läuft das mit dem Handel bei euch? Kreditkarten akzeptiert ihr vermutlich nicht? Ja, abgesehen davon, dass du gar keine dabei hast, du Schlaukopf. Nein. Also, wir haben da ein einfaches Tauschmittel, die Münzen. Ach, da habe ich doch nur so wenig von. Bei Händlern kannst du fast alles, was du hast, in Münzen eintauschen. Allerdings haben sie ganz verschiedene Vorstellungen davon, wie viel etwas wert ist. Es ist immer besser, direkt zu den Handwerkern zu gehen. Sie werden von dir alles, was sie benötigen, zu höheren Preisen kaufen. Okay, also, das schreibe ich mir kurz auf, obwohl ich weiß, dass ich das schon mal gelesen habe. Handwerker sind besser als Händler, genau. Und ich weiß auch, dass je mehr Herzen dann bei denen drunter sind, umso mehr Rabatt erhält man dann auch bei denen. Das weiß ich auch noch. Sie werden. Nee, das hatten wir jetzt schon. Verständlich. Händler wollen ja auch Gewinn machen. In der Tat, die Preisvorstellungen von Händlern hängen auch zusätzlich von ihrer Sympathie für den Kunden ab. Verärgere sie also nicht und es schadet auch nicht, ihnen ab und zu einen kostenlosen Gefallen zu tun. Von Alfred weiß ich zum Beispiel, dass er diese Kornriegel mit Blaubeeren liebt. Er sagt, die sind einfach göttlich, um sie zwischendurch bei der Arbeit zu essen. Bring ihm doch einen davon. Moment, Alfred. Wo stand das jetzt? Wo stand das jetzt? Korn, Korn, Korn. Hier ist doof. Kornriegel mit Blaubeeren. Kornriegel mit Blaubeeren. Es tut mir leid, aber ne, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das alles nachlesen kann. Danke für die Information. Ich mache mich dann auf den Weg. Mal wieder. Viel Erfolg. Schau wieder vorbei, wenn du auf deiner Farm unterwegs bist. Ich habe hier noch etwas Reiseproviant für dich. Ich denke, deine Farm wird nun etwas Zeit brauchen, bis sie wieder etwas abwirft. Deshalb habe ich noch ein paar Päckchen mit Saatgut für den Neuanfang. Weitere Sorten bekommst du in Waldheim. Ich habe den Schrein aktiviert. Wie kann es sein, dass hier so viel Zeit vergangen ist? Zeit ist genauso variabel wie die anderen drei Dimensionen. Wer sich mit Magie beschäftigt, trifft oft auf derartige Probleme. Es gibt verschiedene Zeitlinien, die normalerweise keinen Kontakt miteinander haben. Wenn allerdings Magie im Spiel ist oder auch bei den großen Umwälzungen im Kosmos, können sie sich überschneiden, zusammenfließen oder neu aufspalten. Das bedeutet also, dass es hier keine lineare Zeit gibt? Die gibt es meines Wissens nirgendwo. Es gibt Zeiten, in denen die Menschen glauben, die Zeit würde sich stets und immer gleich schnell bewegen. Und allein schon dieser feste Glaube von vielen Menschen verstärkt die eine Zeitlinie, die sie miteinander teilen. Früher oder später bricht so ein System aber immer zusammen. Wenn ich an das Chaos bei meiner Hütte denke, kann ich auf Zeitsprünge verzichten. Ich fürchte, wenn du weiter die Magie und das Wesen der Welt studierst, wirst du noch öfters damit konfrontiert werden. Es könnte auch sein, dass die Zeit rückwärts läuft. Rückwärts? Klar, warum nicht? Es ist ziemlich selten, aber durchaus möglich. Dann mache ich mich mal auf einiges gefasst. Wie weit ist es eigentlich nach Waldheim? Erzähl mir doch noch, wie du die Höhlen überlebt hast. Überall Monster, die aus einem Horrorfilm entsprungen sein könnten. Nee, eigentlich hat es mir gefallen. Es hätte so eine gruselige Atmosphäre. Ich habe dort unten einen Brief von Hugo gefunden. Ja, ich sag mal, überall Monster. Wie gut, dass die Wilfried gelernt hat, mit dem Säbel zu kämpfen. Ja, aber nun will ich nach Waldheim, um mich dort umsehen. Das kann ich gut verstehen. Ich glaube, es wird dir dort gefallen. Wenn da keine Monster sind, auf jeden Fall. Vorher möchte ich dich noch um einen Gefallen bitten. Vielleicht ist es dir aufgefallen, dass die Monster in der Höhle immer wieder neu auferstehen. Ja, genau. Es dauert zwar seine Zeit, aber sie kriechen immer wieder aus einem Portal, das hinter einer Tür im östlichen Bereich steht. Zufälligerweise die Tür, wo ich keinen Schlüssel für hatte. Woher weißt du eigentlich so viel darüber? Es gibt vieles, was ich weiß, wie ich dir schon am Steinkreis sagte. Das Portal, du musst es zerstören. Dann wird Ruhe dort unten einkehren. Ich habe hier den Schlüssel zu dem Raum. Vor langer Zeit hat ein anderer Abenteurer ihn aus der Höhle mitgebracht. Das heißt was?
Kommen dann da die auch aus dem Portal raus? Wäre es besser, wenn ich da jetzt nochmal hingehen würde direkt, damit nicht so viele da sind? Oder ich werde schauen, was ich machen kann. Diese Portale sind lebendig. Denk dran, wenn du sie zerstören willst, kann es sein, dass sie immer schneller Monster auf dich hetzen. Ah, gut, das beantwortet meine Frage. Sei also gewarnt. Vielleicht wäre es besser, wenn du zuerst nach Waldheim gehst und dir bessere Ausrüstung besorgst. Die Sache mit dem Portal eilt nicht. Ich hätte es jetzt ehrlich gesagt gerne vorher gemacht, aber ja, gut, okay. Dann halt nicht. Huch, was hat der mir denn jetzt gegeben hier? Hallo? War das das hier? Gemüsesuppe? Jo, ich weiß es nicht genau, aber okay. Der ist aktuell noch oben bei sich zu Hause. Dann laufen wir da nochmal schnell hin. Weil er hat mir, meine ich, auch gesagt, ich soll nochmal bei ihm vorbei kommen. Ich kann keine ganzen Sätze heute mehr sagen. Es tut mir leid. Meine gute Laune habe ich immer noch, aber ja. Wer selber schon mal Migräne hatte oder vielleicht sogar regelmäßig hat, der weiß, denke ich mal, wovon ich spreche. So, ich hoffe, wir sind jetzt hier immer noch auf dem richtigen Weg. Ja, er ist noch oben geblieben. Sehr schön. Hallo. Hey, Gameplayerin. Schön, dich zu sehen. Hier, ich habe heute ein Geschenk für dich. Da bin ich wieder. Ja, eine frisch gebackene Heldin. Was hast du dort unten erlebt? Ich habe die ganze Zeit mit einem Säbelmonster verkloppt. Ja, das ist das, was ich mitgenommen habe. Aber eigentlich habe ich auch einen Brief von Hugo gefunden. Gut, vielleicht. Da ich nicht alles sagen kann, offensichtlich, erwähne ich mal den Brief, vielleicht, weil die kannten den ja offensichtlich. Ich habe dort unten einen Brief von Hugo gefunden. Nein, wirklich? Ich hätte nicht gedacht, noch einmal etwas von ihm zu hören. Ehrlich gesagt war ich schon erstaunt, dass er überhaupt in die Höhlen hinabgestiegen ist. Er war eher der furchtsame, frustrierte Typ, musst du wissen. Wie gut, dass du so ganz anders bist. ja, aber frustriert bin ich nicht. Das nicht. Ich werde mich jetzt auf den Weg nach Waldheim machen. Sicher, Waldheim ist einfach toll. Ich muss auch einmal wieder dorthin. So viele Menschen und man bekommt alles, was man braucht. Wenn du dort bist, gehe beim Schmied vorbei. Er heißt Walter. Wo denn noch alles? Walter, okay. So. Und grüß ihn von mir. Mach ich. Bis bald dann. Gute Reise. Ach nee, da kann ich ja nicht mehr draufdrücken. Jetzt will ich aber wirklich. Ah ja, ich hatte recht. Hier ist nämlich jetzt der Durchgang frei. Aber jetzt haben wir so viel bekommen, ganz ehrlich, dass ich jetzt erst nochmal nach Hause gehen würde, würde ich sagen. Na, schaffen wir das nochmal? Schaffen wir das nochmal? Hä? Muss der aufgeladen werden? Benutze ihn und er transportiert dich zurück auf die Farm. Wieso macht er das denn nicht? Hallo? Och nö. Wäre das ja doof. Ach nee! Ach, ich dachte, ich muss nur 0 drücken. Dann habe ich aus Versehen vorhin auf mich gedrückt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. So, den Schlüssel, den lasse ich auf jeden Fall drin. Ja, ich bin immer noch sehr traurig, dass sich hier irgendwie gar nichts mehr tut. Okay, der Boden ist nicht mehr so nährstoffreich hier. Das verstehe ich ja noch. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn die Jahreszeit wechselt, gehe ich nach hier irgendwo hin. Aber der ist noch weniger nährstoffreich. Ach du Schande. Haben wir hier noch Platz? Das ist jetzt erstmal die erste Frage. So, Kartoffelsamen. Was bist du jetzt überhaupt? Karotten. Okay, Karotten. Wieso habe ich die Karottensamen da drin? Hä? Die hatte ich doch gar nicht dabei. Ach nee, ich hatte nur ganz wenig davon, ne? Genau. Ach ja, die Blaubeeren. Oh, die Schweine. Die haben mir die Blaubeeren kaputt gemacht. 5000, 4000. Na gut, die sind immer noch am besten. Zur Not habe ich noch die Riegel dabei. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich da jetzt so viel machen muss. Also wofür ich wirklich was brauche. Den Lichtzauber habe ich irgendwie komplett vergessen, als ich da war. Das tut mir leid. So. Ja, ich sag mal, die Gemüsesuppe, die können wir ja vielleicht noch mitnehmen. Tun wir mal hier rein. Das ist ja auch ein einzelnes. Dann. Ach so, ich kann das aber nicht machen. Oder kann ich die Beeren
Die Sträucher, kann ich die so pflanzen oder muss ich da gehakt haben? Das kann ich, glaube ich, so, oder? Ich mache mal nur die Hälfte, weil ich nicht weiß, ob es regnet oder so, ne? Also da bin ich mir. Ach so, Moment. Ich glaube, die musste ich aber gießen am Anfang. Wenn mich nicht alles täuscht. Och, jetzt ist sie schon wieder am Verhungern. Ja, lass mich wenigstens jetzt noch mal eben hier Wasser holen. Oh, das Wasser ist jetzt im Hühnerstall. Aber spätestens jetzt haben sie auf jeden Fall was zu trinken. Ja, den Hühnern geht es noch gut. Alles ist tutti im Moment. Sehr schön. Okay. Die Frage ist, wer kümmert sich jetzt um meine Hühner? Das sind eher so Selbstversorger, ne? Also die Hühner für sich selber, meine ich jetzt. Den Schlüssel. Ich würde sagen, den tun wir da rein. Weil wir den ja eh erstmal nicht brauchen, wenn wir erstmal nach Waldheim gehen. Dürfen wir dann allerdings nicht vergessen. Haben wir nicht hier? Doch, da haben wir das. So, und wenn du Hunger hast, ich würde dir gerne mal was machen. Weil wir. Ich glaube, sie kommt gar nicht mehr dahin, um irgendwas zu machen. Sollen wir es lieber so machen? Ah, ich hätte die Suppe nehmen können, ich Idiot. Müsli-Stange, die ist eigentlich recht gut, muss ich sagen, aber die bringt nicht viel Essen, ne? Ach so, Kornriegel mit Blaubeeren. Moment, das war doch hier. Den kann ich gar nicht machen. Das war wieder so klar. Brotfrucht. Oh, ja, die Blaubeeren hätte ich schön ernten können, aber das ist ja jetzt kaputt gegangen. Nochmal vielen Dank dafür. Tomaten haben wir immer noch nicht. Fenchel möchte ich jetzt nicht anbauen, wenn ich nicht da bin. Zutat für. Achso, Waldkräuter. Bratkartoffeln mit Ei. Und Gemüsesuppe, da brauche ich Karotten für. Ja, dann machen wir erstmal Bratkartoffeln mit Ei. So, nehmen wir mal 4 mit. So. Das gibt uns 2,5, 150, 3. Gibt uns sogar ein bisschen mehr als die Gemüsesuppe. Aber. Nee, es gibt uns sogar auch mehr als den. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, sortiere ich das so. Dann habe ich auf jeden Fall genug Essen, wenn ich da hingehe. Und ja, da die jetzt auch eigentlich schon wieder gar nicht mal richtig ausgeschlafen ist hier, würde ich sagen, dann lege ich mich einfach nochmal ins Bettchen, weil wir ja faul sind, ne? Und, Moment, was war das Zeichen hier nochmal? Schöpferkraft. Ist temporär erhöht, restliche Dauer. Ja, toll. Ist temporär erhöht und ich gehe ins Bett. Das ist natürlich immer klasse. Aber trotzdem, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut. Die Folge war jetzt auch sehr, sehr lange, weil ich ja am Ende dann doch nochmal mit denen sprechen wollte. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf Richtung Waldheim. Und ja, kein Und. Wir machen uns auf Richtung Waldheim. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!